Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen D-Aktionär TV Interview. Finanzaktien, die wollen wir uns jetzt anschauen und Sie ahnen sicherlich schon, mit welchem Experten ich jetzt darüber reden werde, mit Andreas Deutsch. Herr Deutsch, wir schauen zunächst auf die Deutsche Bank. Ja, als ob die Bank nicht schon genug Ärger und Probleme grundsätzlich hätte, ist Ihr Name jetzt ja auch noch im Zusammenhang mit den Panama Papers aufgetaucht. Wie steht es denn aktuell um die Aktie? Sollte man die Finger davon lassen? Naja, also wir haben ja beim Aktionär darauf spekuliert, dass wir hier eine Gegenbewegung sehen werden. Es sah ja auch gut aus bei der Deutschen Bank. Man muss das ja hier nochmal sagen. Hier hatten wir das tief im Februar, da war die Stimmung ja wirklich am Boden. Dann hier die Aufwärtsbewegung da. Sah ja wirklich sehr gut aus. Wir haben dann auch gedacht, dass es hier so in den Bereich 21 Euro gehen kann mit der Aktie der Deutschen Bank. Ja, aber dann hat die Stimmung sich wieder eingetrübt. Es kam dann auch wieder dieses Thema auf, reicht das Kapital der Banken oder muss da nochmal nachgebessert werden? Wird es hier Kapitalerhöhungen geben? Und das schmeckt dem Markt natürlich ganz und gar nicht, weil das da auch dazu führen würde, dass der Gewinn je Aktie dann wieder verwässert wird und dann auf die Aktienkurse drückt. Ja, und dann kam eins zum anderen. Die Marktstimmung war auch sehr, sehr schlecht im Moment, sehr nervös das Ganze. Alles gestern auch wieder der DAX eingeknickt. Und da kauft natürlich erst recht keiner spekulative Bankaktien. Wir schauen uns die kurzfristige Kursentwicklung an. Hier also wirklich ein lupenreiner kurzfristiger Abwärtstrend. Da sieht es also jetzt eher aus, als ob es da nochmal nach unten gehen wird. Herr Kollege Bergmann hat das ja auch gestern noch mal in der Sendung gesagt. Also, obwohl wir heute diese Kurserholung sehen, muss man eigentlich damit rechnen, dass es hier kurzfristig, dass da noch mal Dampf auf den Kessel kommt bei der Deutschen Bank Aktie. Aber was bedeutet das jetzt so für die kommenden Wochen? Also, meiner Meinung nach ist die Aktie eigentlich sehr überverkauft und reif für eine technische Gegenbewegung. Das haben wir auch im Aktionär gesagt. Also ich glaube jetzt wirklich nicht, dass wir hier diese Kurse dann jenseits der 30-Euro-Marke, dass wir die dann noch mittelfristig sehen werden, aber kurzfristig könnte es dann auch noch mal rappeln. Aber dann denke ich mal auch so, dass hier spätestens dann wirklich hier dieses Allzeittief hier bei 13,03 €, dass es dann halten wird, dass die Aktie dann dreht. Also unsere jetzige Einschätzung ist ja wirklich, dass man jetzt sagt, wer jetzt investiert ist, spekulativ orientierte Anleger, die dabei sind, die setzen den Stoppkurs bei 13,20 €, da haben wir ihn platziert, spekulieren darauf, dass die Aktie spätestens dann dreht und dass es dann auch mit der allgemeinen Marktverbesserung dann wieder etwas aufwärts geht. Aber langfristig orientierten Anlegern, dann würde ich jetzt raten, dass sie auf jeden Fall hier die Finger von der Deutschen Bank Aktie lassen. Und das fällt dann den Tradern und Zockern überlassen. Dann kommen wir von der einen Bank zur nächsten, schon auf die Commerzbank. Da haben wir uns immer wieder mal über die 8-Euro-Marke unterhalten. Und zuletzt hat sie sich ja auch wieder so ein bisschen der 8-Euro-Marke angenähert. Dann folgten aber wieder Verluste. Was waren denn da die Gründe? Ja. Naja, also die Stimmung allgemein ist ja wirklich jetzt nicht die beste. Und wie gesagt, der Kapitalbedarf, diese Diskussion um den Kapitalbedarf bei den Banken, die ist ja nach wie vor präsent. Und das belastet natürlich die Aktienkurse. Und dann ist natürlich diese Dynamik dann auch so, dass es hier einfach keine Argumente gab, keine positiven Nachrichten aus dem Bankensektor, wo man sagt, das ist gut, da kann man doch jetzt mal einfach mal was wieder aufbauen. Wir haben keine Zahlen gesehen, die Quartalssaison ist noch nicht eröffnet. Draghi war durch mit seinen ganzen Maßnahmen. Naja, und dann haben die Leute sich gedacht, in so einer schlechten Marktstimmung, da bin ich ja nicht verrückt und kaufe dann noch eine Bankaktie. Und das sieht man ja hier auch im Kurs. Hier bei der Commerzbank ist natürlich hier dieses Tief sehr wichtig. Wir haben hier noch die 7-Euro-Marke, die ist aus, ups, da bin ich jetzt gerade drankam. Hier bei, die 7-Euro-Marke bei der Commerzbank, die da auch wirklich jetzt im Moment arg im Auge behalten werden sollte. Wir haben es ja hier, es gibt dann immer mal wieder so Kurserholungen von 1%, aber auf jeden Fall hier wäre es schon ganz gut, wenn diese Unterstützung hält. Wenden wir uns ein bisschen ab von den Banken, kommen wir auf die deutsche Börse zu sprechen. Ja, und auch ein bisschen auf die Konkurrenz, ja. Denn ein US-Börsenbetreiber versucht sich jetzt ja mal wieder an einem Börsengang. Um wen handelt es sich? Also, das ist der Konkurrent, oder was heißt der Konkurrent, das ist der Betreiber Bats, der schon mal versucht hat, an die Börse zu gehen. Das hat nicht geklappt.
jetzt im zweiten Versuch, hochinteressante Aktie. Das ist die deutsche Börse aber auch. Und diese Geschichte mit dem Börsengang von Betz, das zeigt, dass die Branche, diese Börsenbetreiber, dass es da sehr viel im Moment, dass da sehr viel Leben im Moment drin ist. Also wir haben ja hier bei der deutschen Börse die Geschichte, dass die deutsche Börse mit der LSE, mit der London Stock Exchange fusionieren will. Das könnte aber scheitern, wenn da zum Beispiel die Politik nicht mitspielt. Also, man will ja den Hauptsitz dann nach London verlegen und das ist jetzt die Frage, ob die deutsche Politik da mitmacht, ob man Frankfurt wirklich so schwächen möchte. Die Frage ist natürlich auch, wollen das alle Aktionäre, wollen das Großaktionäre? Also deutsche Börse stark in Hand von ausländischen Investoren. Es gab schon mal, wir erinnern uns, es gab schon mal eine angestrebte Fusion mit der LSE, die ist aber gescheitert. Das war im Jahr 2005. Da haben Hedgefonds, Private Equity Fonds, aktive Investoren, wie sie heißen, mächtig Dampf gemacht und haben die Fusion verhindert. Sie wollten Sonderausschüttungen haben, Aktienrückkäufe stattdessen. Und das Ergebnis war, dass der Aktienkurs sich damals der Deutschen Börse AG fast verdoppelt hat. Ob das jetzt kommt, das kann halt keiner sagen. Ich hatte ein längeres Interview mit Hans Abernicker und der sagt, also er kann sich das locker vorstellen, dass da angelsächsische Investoren wieder Dampf machen. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die deutsche Börse in Einzelteilen deutlich mehr wert wäre als jetzt. Wir haben eine Market Cap von knapp 15 Milliarden Euro bei der deutschen Börse. Die Wirtschaftswoche hat das letztens mal sehr schön hochgerechnet, was allein die Eurex, also die Terminwarenbörse, wert wäre, das wären knapp 10 Milliarden Euro, also knapp, also zwei Drittel des Börsenwerts der deutschen Börse. Und das wäre natürlich nur, also diesen Wert kann man natürlich nur heben, wenn der Konzern aufgespalten wird oder wenn die Eurex verkauft wird. Also da ist sehr viel Musik drin. Jetzt im Moment, das ist natürlich schade, dass der Markt einfach nicht läuft und dass man sich hier auch nicht auf so eine Story konzentrieren kann. Wir sehen es ja hier charttechnisch. Hier ist die 200-Tage-Linie. Da kämpft die Aktie dann auch immer mit. Ist jetzt auch noch wirklich kein Kaufsignal passiert. Wir haben hier einen längeren Seitwärtstrend. Aber ich denke mal, wenn der Markt sich hier weg löst von der Angst, von dieser schlechten Stimmung, von dieser Nervosität, dann denke ich mal auch, dann sollte dann endlich eine deutsche Börse ihr Potenzial heben und dann sind hier auch locker dann Kurse an die 100 Euro möglich. Also bei der deutschen Börse sehr viel Musik drin, wie Sie sagen. Wir schauen aber mal jetzt auf den nächsten Wert, auf den Munich Re. Hat sich hier denn an der grundlegenden Situation was geändert? Ich nehme an, die Aktie ist weiterhin ein Basisinvestment im Finanzsektor. Also fundamental, da gebe ich Ihnen völlig recht, vor allem auch wegen der Dividendenrendite. Charttechnisch sieht es im Moment nicht so gut aus. Wir haben hier die 200-Tage-Linie. Und wenn man jetzt wirklich ein klassischer ein Anleger ist oder Trader ist, der sich an der Charttechnik primär orientiert, naja, der muss halt hier jetzt erstmal aussteigen. Aber alle anderen, also konservative Anleger, die bleiben dabei. Also ich würde jetzt auch sagen, dass es gab es ja in letzter Zeit immer wieder, dass hier mit der 200-Tage-Linie gespielt worden ist. Hier, gut, hier wirklich ein schönes Kaufsignal. Dann haben wir hier den Weg hoch zu 190. Aber gut, hier ging es dann auch wieder schnell, dass die 200-Tage-Linie dann von unten nach oben durchbrochen worden ist. Hier etwas mehr Abwärtsdynamik, hier auch. Also würde ich sagen, Tradern jetzt erstmal den Ausstieg nahelegen. Aber wie gesagt, also konservativen Anlegern, für die ist die Munich Re nach wie vor ein Basisinvestment im Finanzsektor. Vor allem auch, weil ich denke mal, dass diese Konkurrenzsituation sich irgendwann mal entspannen wird. Das sind sehr viele Hedgefonds im Markt, die das Rückversicherungsgeschäft für sich entdeckt haben. Aber dann muss es möglich mal wirklich eine Welle von Katastrophen geben, von Stürmen. Und dann ist wirklich die Frage, welche Hedgefonds kann das dann wirklich noch ausbügeln, die Schaden dann kompensieren. Und die Munich Re hat es in ihrer langen, langen Geschichte gezeigt, dass sie es kann. Sie ist nicht umsonst einer der stärksten Rückversicherer der Welt und ich bin hier auch absolut optimistisch, dass die Aktie langfristig noch ordentliches Potenzial hat. Als nächsten Wert wollen wir auf Mastercard blicken, auch eine Aktie, auf die wir ja regelmäßig schauen. Hier steht eine Kooperation jetzt mit Twitter im Raum. Um was geht es genau und sorgt dies für Fantasie? Auf jeden Fall. Also worum es genau geht, das weiß man noch nicht. Also die beiden Unternehmen tasten sich jetzt erstmal ab. Da darf jetzt munter spekuliert werden, was Twitter davor hat. Also auf jeden Fall ist es mal wieder
absolut klasse vom Mastercard-Management, dass man hier diese Kooperation, dass man hier weiter Gas gibt. Also man hat ja schon sehr viele Kooperationen im Bereich von Wearables gemacht, also Fitness-Tracker, auch Uhren, also alles Mögliche, was man am Körper haben kann, dass man damit bezahlen kann, mobil, egal wo man ist, dass man einfach dann die Uhr an den Scanner hält und dann ist die Transaktion, dann ist das Geschäft dann erledigt. Und jetzt dann noch dieser Einstieg dann bei Twitter, also die Kooperation dann mit Twitter und dann der Einstieg in soziale Netzwerke, Also das ist wirklich hier ganz klasse. Und das zeigt auch, wie wichtig dieses Thema Mobile Payment bei Mastercard genommen wird. Und ich denke mal, das ist hier fundamental, dass die Aktie hier noch auf jeden Fall, obwohl sie nicht ganz günstig bewertet hat, viel Luft hat. Charttechnisch, wir haben hier den Euro-Kurs. Im Dollar-Kurs ist die 200-Tage-Linie schon durchbrochen worden. Hier warnt sich jetzt auch das charttechnische Kaufsignal an. Also bei Mastercard, wie gesagt, wie bei Munich Re, hier auf jeden Fall noch viel Musik drin. Und für Twitter dürfte das Ganze ja auch recht interessant sein, die Geschichte. Wir schauen jetzt zuletzt noch auf Berkshire Hathaway. Absolut. Wie hat sich denn dieser Wert zuletzt entwickelt? Gut, sehr gut. Also wir hatten ja diese Diskussion, was der Analyst gesagt hat, ich glaube von der UBS war er, dass im Moment Berkshire Hathaway, dass man im Moment Buffett umsonst noch dazu bekommt. So ist es. Also diese Buffett-Prämie, dass er gesagt hat, es ist schon lange so, dass Buffett für die Investmententscheidung bei Berkshire Hathaway nicht mehr so diese wichtige Rolle spielt, wie vielleicht manche glauben. Das würde ja dann auch irgendwann seinen Ausstieg aus Berkshire Hathaway erleichtern. Also der Analyst sagt ja auch, die Nachfolgesituation ist schon längst geregelt. Und das beruhigt natürlich viele, viele Anleger, die Berkshire Hathaway allein wegen Buffett haben. Ich denke mal auch, dass diese Sache einfach so ist, dass die Nachfolger sich an seiner genialen Value-Strategie weiter orientieren müssen, sonst steigen ihnen ja die Anleger oder der Verwaltungsrat aufs Dach. Aber dass sie von Buffett ausgewählt worden sind und dass sie auch dieses Talent haben, dass sie Berkshire Hathaway weiter zu einem florierenden Unternehmen führen können. Wir schauen uns die charttechnische Situation an. Wir haben hier im Euro-Kurs zuletzt eine Seitwärtsbewegung gehabt, eine kleine Konsolidierung, aber absolut nicht ungewöhnlich, weil hier ging es ja wirklich mit Schmackes nach oben, hier ein schönes Kaufsignal über die 200-Tage-Linie. Was soll ich sagen, Berkshire Hathaway muss man haben. Wunderbar, das sind perfekte Schlussworte, dann besten Dank Andreas Deutsch für Ihre Einschätzungen. Danke auch. Und danke Ihnen fürs Zuschauen, wir sehen uns dann gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.